Langweilig. Ja, hallo liebe Freunde, draußen geht die Welt unter. Triabi bleibt drin, aber bloß gut, wir haben ja das Internet, da kann also nicht viel passieren. In der letzten Woche war mein Fazit ja, drin trainieren geht, dafür aber extra ein Programm kaufen, muss nicht sein, beziehungsweise passt nicht in das Low-Budget-Konzept, aber irgendwie muss man sich ja die Zeit vertreiben auf dem Bock oder auch bei langen Läufen. Und deswegen will ich euch jetzt mal ein paar Sachen vorstellen, die ich so konsumiere. Also natürlich, jeder kennt die anderen YouTube-Triathlon-Menschen, wie zum Beispiel Florian Böcke, Sören Lehmann und so weiter. Die will ich jetzt gar nicht groß vorstellen, die kennt jeder. Und ich werde heute mal versuchen, ein paar Menschen euch vorzustellen, die vielleicht nicht jeder kennt, aber die ich mir gerne angucke. Gerade in der letzten Zeit bin ich darauf gekommen, wie super es ist, sich Podcasts anzuhören. Und deswegen möchte ich euch drei Podcasts vorstellen, die ich super finde. Und noch drei YouTuber. Aber beginnen möchte ich mit Alex. Beziehungsweise Alex on Bike, wie auch immer. Den habe ich gefunden, keine Ahnung wo. Irgendwann habe ich den gefunden und dachte mir, ganz okay, cooler Typ. Und je länger ich dem gefolgt bin, zuerst bei Strava, desto mehr habe ich gemerkt, was das für ein cooler Typ ist und was das für eine krasse Sau ist. Der zieht einfach dermaßen krasse Sachen durch. Nur mal als Beispiel, also man kann sich ja bei ihm beim Strava-Profil mal ein bisschen umgucken und gucken, was er so macht. Richtig cool finde ich, wie hier zu sehen, Strava-Art. Also er fährt quasi Strecken so ab, dass hinterher Kunstwerk rauskommt. Mega witzig, mega cool. Und aber vor allem macht er einfach nicht irgendwie hier mal 60 und da mal 80 Kilometer, sondern der zieht halt so richtig durch. Bestes Beispiel dafür ist, jetzt war ja gerade dieses Rafa-Festiv, das heißt, irgendwie hat sich mal jemand ausgedacht, vom Merchandise-Team Rafa, okay, wir brauchen was Cooles hier fürs Marketing, okay, was machen wir zwischen den Feiertagen und Neujahr, machen wir jetzt eine große Kampagne, müssen alle 500 Kilometer fahren. Wieso auch immer 500 Kilometer, was auch immer. Jedenfalls, Alex ist jetzt zumindest dieses Jahr und letztes Jahr, davon weiß ich, die 500 Kilometer nicht wie andere, die sich dann groß damit brüsten, irgendwie innerhalb von 5 Tagen, 6 Tagen abgefahren. Nein, der ist das einfach innerhalb von einem Tag komplett abgefahren. Also kann man sehen hier, ne, der ist von der Küste oben runter nach Berlin zum Rafa-Store und wieder zurück. Alles innerhalb von, wo steht's hier, 24,5 Stunden. Also absolut krasser Scheiß und Wahnsinn. Sowas motiviert mich, den gucke ich mir gern an. Und der macht auch bei Instagram Bilder von sich und seinen Ausflügen. Und ich bin da einfach immer mega beeindruckt von dem und was der so macht. Wie viel der auch im Jahr fährt und überhaupt und sowieso. Also super geiler, super krasser und super sympathischer Typ. Unbedingt den mal angucken. Ja, das war also Alex. Riesentyp, finde ich. Aber gehen wir doch jetzt einfach gleich weiter zu den drei YouTube-Kanälen, die ich euch vorstellen will. Das sind zum einen Roy Hinn. Der ist vielleicht noch ein bisschen bekannter. Das ist einfach, ja, den kann man eigentlich gar nicht beschreiben. Mein Lieblingszitat von ihm ist nämlich auch, da hört die Wissenschaft auf, da beginnt Roy Hinn. Ich glaube, das beschreibt ganz gut, wer er ist und was er macht. Er ist auf jeden Fall einer der besten Schweizer Triathleten, die es so gibt. Und er hat eben bei YouTube auch verschiedene Videos gemacht zu den verschiedenen Themen. Aber ich finde immer irgendwie ein bisschen anders als die anderen. War auch schon zu Gast bei Arne und der Triathlon-Szene. Außerdem hat er sein eigenes Buch schon geschrieben. Das nennt sich Triathlon Total, ist auch bei Amazon ziemlich gut bewertet.
Ja, und da gibt es wirklich einige Videos, die man sich angucken kann. Viel zum Schwimmen, aber auch viel zum Wattersparnis etc. Ja, und natürlich gibt es seine Erfahrungen auch gern weiter und man kann bei ihm Coachings buchen oder auch den Schwimmkanal benutzen. Also das Rundum-Sorglos-Paket kann man quasi bei ihm buchen. Hat natürlich alles seinen Preis. Ist für mich jetzt, ich bin nicht so ambitioniert, für mich ist das jetzt nichts. Aber wer sich da irgendwie weiterentwickeln will, der kann bestimmt da einiges noch rausholen mit ihm. Als nächstes möchte ich euch ganz kurz vorstellen den Vegan Cyclist. Der kommt irgendwo aus den USA. Den habe ich irgendwie mal gefunden, weil ich irgendwas gesucht habe bei YouTube. Und ja, der ist zum einen auch Familienvater und Ehemann. Und der, bei dem geht es hauptsächlich um das Thema Fahrradfahren, ganz viel Training, Ernährung. Er zeigt ganz viele Rennen, bei denen er teilnimmt. Ist auch schon bei zwei Triathlon-Veranstaltungen gestartet, einmal eine Sprintdistanz und einmal eine olympische Distanz. Und ja, das ist irgendwie ein cooler Typ, der macht das ziemlich lässig und immer schöne Bilder. Die Rennberichte sind super, wenn man auf der Rolle fährt. Und er setzt sich auch ein bisschen so mit der Fahrradkultur auseinander und berichtet da ein bisschen auch von der Tour de France und so weiter. Also, cooler Typ. Und zuletzt möchte ich euch den Kanal Happy and Fit Gesundheit vorstellen. Klingt erstmal eigenartig, da geht es aber um den Dr. Professor, Professor Dr. Frohböse, der hier verschiedene Sachen erklärt. Zum Beispiel, ganz wichtiges Thema für mich, Brot macht dick. Wir kennen ja den Leitsatz, Brot macht langsam, naja gut. Aber auch, was für Kohlenhydrate gibt es, pflanzliche Eiweißquellen, was ist gut, wie lange muss ich Pause machen, ist Kaffee wirklich gesund? Super finde ich bei dem, der ist einfach Wissenschaftler, der ist an der Deutschen Sporthochschule Professor in Köln und hat ein ziemlich fundiertes Wissen und darüber schon einige Sachen erstellt. Es gibt Bücher und verschiedene andere Sachen, zum Beispiel beim Download dann auf seiner Seite hat er verschiedene Sachen, die man sich runterladen kann. Ja, 9 Minuten Power Workout hast du nicht gesehen. Alles super, aber in seinen Videos werden für mich grundsätzliche Fragen beantwortet, die für mich wichtig sind. Und genau, wenn man sich jetzt nicht die Mühe machen will, alle seine Bücher irgendwie anzugucken und mal durchzulesen, der hat auch einige Bücher geschrieben. Das sind also jetzt die drei YouTuber, die ich mir oft ansehe, wenn es ums Thema Triathlon geht oder Sport im Allgemeinen. Und jetzt kommen wir zu einer Rubrik, die ich sehr lange unterschätzt habe, weil ich eigentlich nicht so richtig verstanden habe, was das eigentlich ist. Podcasts. Ich habe mich oft durch lange Läufe gequält. Jetzt erst, leider viel zu spät, gemerkt, wie cool es ist, wenn man bei einem langen Lauf einen Podcast hört zum Thema Laufen. Und vor allem, wenn er so gut ist wie Fat Boys Run. Wurde mir von einem Bekannten empfohlen. Mega cooler Podcast von zwei Menschen. Aktuelle Folge mit Florian Neuschwander, der wohl einer der bekanntesten Läufer Deutschlands ist. Ja, die laden verschiedene Leute ein. Philipp Flieger zum Beispiel hier auch zu sehen. Bekannte Menschen, unbekannte Menschen. Die machen verschiedene Sachen. Hier auch ein YouTube-Star, Daniel Pucke. Low Carb etc., kennt man auch, hat eine zu Gast. Also es gibt wirklich über 100 Folgen. Was ich richtig spannend fand, waren die Folgen über das Thema, da ist ja irgendwie, also einer von den beiden, jeden Tag 50 Kilometer gelaufen hier mit dem Anhänger, man sieht's. Und genau, das war ziemlich spannend. Die Folgen gehen immer ungefähr eine Stunde, kommt einem aber selber, wenn man läuft, dann irgendwie viel, viel kürzer vor. Ja, hier zu den beiden Menschen, die dahinter stecken, sind René Krebber. Ich glaube, das ist der, der in Füssen wohnt. Und dann gibt es noch den Philipp. Der lebt, glaube ich, in den Niederlanden. Oder andersrum, ich bin ja nicht ganz sicher, wer jetzt wer ist. Aber zumindest machen die viel zum Thema Trailrunning auch, haben ihre eigenen T-Shirts. Unbedingt da hier subscriben. Als nächstes möchte ich euch vorstellen: Antritt, der Fahrrad-Podcast von Detektor FM. Den höre ich wirklich auch sehr, sehr, sehr gerne. Da geht es wirklich um das komplette Thema Fahrrad, Mountainbike, Straßenfahrrad, Kultur, Reisen, Leichtpack, Schwerpack, Stahlrahmen, Alurahmen. Wirklich alles, was man sich vorstellen kann, mit verschiedenen Gästen, verschiedene Themen, durch die Bank weg. Und die haben auch eine super coole Facebook-Seite, wo die alle Kuriositäten zum Thema Fahrrad sammeln. Alte Videos und Schnipsel und alles, was so ein bisschen witzig ist.
Genau, das sind drei Menschen, die hier in Leipzig so eine Fahrradsendung machen. Besonders cool finde ich, den möchte ich hervorheben, den Gerolf Müller. Der kommt ganz offensichtlich hier aus Leipzig und ja, dem könnte ich ewig zuhören. Und zum Schluss eigentlich fast ein Klassiker, der Triathlon-Podcast von und mit Marco Sommer. Viele kennen den vielleicht schon, einige haben vielleicht aber auch noch nie davon gehört. Soweit ich das nachvollziehen kann, gibt es ja jetzt nichts mehr Neues. Roy Hinn war natürlich schon zu Gast, wie man hier sieht. Zweimal sogar. aber der hat sehr, sehr über 100 Folgen gemacht mit den verschiedensten Themen. Der hat Age Rubber, der hatte Profis da, aber auch von verschiedenen Marken waren da schon Leute zu Gast. Und ja, sehr unterhaltsam, also kann man sich gut anhören. Und es ist wirklich rein das Thema Triathlon. Und wirklich alle Disziplinen durch, gleichmäßig. Finde ich auch die Interviews mit den verschiedenen Athleten super spannend, könnte ich mir ewig anhören. Und ja, cooler Typ und aber auch coole Gäste. Also wer jetzt noch nicht weiß, was er machen soll, auf der Rolle oder unterwegs, dem kann ich auch nicht mehr helfen jetzt. Das sind also meine Tipps für eine erfolgreiche Indoor-Saison. Wer jetzt denkt, naja gut, Rennen mit Kopfhörern nervt ein bisschen. Und Musik habe ich auch schon ausprobiert, gefällt mir auch nicht so gut, kann ich sagen, ja, okay, sehe ich ein. Ich habe auch wirklich, bin immer komplett ohne gerannt, lange, lange Zeit und habe wirklich jetzt erst in den letzten Monaten gemerkt, wie schön das ist, wenn man irgendwie nebenbei eine Geschichte erzählt bekommt. Daraus also von mir für diese Woche. Ich wurde angehalten, mal kurz einen Überblick zu geben, wie mein Training aktuell läuft und überhaupt alles. Das werde ich in der nächsten Woche machen. Ich hoffe, ich bekomme das hin. Gerade bin ich viel im Stress. Ich hoffe, ich schaffe das. Ansonsten seid mir nicht böse und deabonniert nicht den Kanal, sondern bleibt dran bei Triavi. Ich esse jetzt ein paar Cliffbar zum Mittag und sage Danke, Tschüss und auf Wiedersehen.